Hallo, ich heiße euch herzlich willkommen auf Jack's Paradise. In diesem Video zeichne ich für euch eine männliche Figur als Ritter mit Rüstung, Schild und Schwert. Ich zeige euch, wie ihr von einer einfachen Menschenfigur zu einem tollen Ritter mit realistischen Details und Schatten kommt. Bleibt dran, damit ihr keinen Strich verpasst. Und nun geht es los. Viel Spaß! Für dieses Video habe ich mir eine Vorlage von Ellen geholt. Sie hat einen sehr sympathischen YouTube-Kanal, der heißt Construction of Reality. Hier seht ihr ihren Kanal und ihre Videos. Auf ihrer Artstation hat sie viele hilfreiche Vorlagen und eine davon verwende ich für dieses Video. Da ich einen Ritter zeichnen möchte, klicke ich auf männliche Figuren und scrolle runter zu den Vorlagen. Hier seht ihr, wie man einen Mann zeichnen kann und ein paar Beispiele. Die Vorlage lade ich mir auf meinen Computer. Ihr könnt sie auch so ausdrucken, aber wer mich kennt, weiß, dass ich gerne mit Pages arbeite, weil ich dort nicht nur die Größe anpassen, sondern auch die Deckkraft reduzieren kann. Ich reduziere die Deckkraft auf 50% und drucke es mir dann aus. Mit dieser hilfreichen Vorlage und meiner jahrelangen Erfahrung mit Mittelalter-Computerspielen habe ich das bereits als Skizze vorbereitet. Das ist nun eine grobe Skizze, um die Art der Rüstungsteile darzustellen. In der Ansicht von der Seite habe ich euch mit Blau den rechten Arm dargestellt, dieser hält das Schwert. Rot ist der linke Arm, der ist abgewinkelt und trägt das Schild. Diese schnelle Skizze reicht mir als Vorbereitung, also starte ich nun mit der richtigen Zeichnung. Dazu nehme ich ein Blatt aus meinem Skizzenblock. Die Links für meine Ausrüstung findet ihr in der Videobeschreibung. Die Vorlage von Construction of Reality habe ich mir nochmal ausgedruckt und die Mitte sowie rechts weggeschnitten. Die richte ich nun aus und klebe sie fest. Jetzt kann ich die Abstände übertragen. Es sind 8 Kopfgrößen für einen erwachsenen Mann. Ich zeichne die Linien nach der Vorlage auf und kontrolliere es nochmal. Verwendet dazu bitte den F-Bleistift und drückt nur leicht auf. Das wird später alles wieder radiert. Danach richte ich nochmal aus. Die Seitenansicht möchte ich hier und die Vorderansicht dort. Diese stehende Pose ist etwas leichter als eine dynamische und eignet sich deshalb sehr für Anfänger oder Fortgeschrittene. Ich ziehe eine Mittellinie und beginne am Kopf mit einem Kreis mit darunterliegendem Trapez für den Kiefer. Die Höhe für die Augen, Nase und Mund zeichne ich jeweils mit einer Linie ein. Die Schultern zeichnet man in die halbe Höhe des nächsten Feldes. Für die Breite der Schulter könnt ihr 2 Kreise neben den Kopf zeichnen oder ihr zeichnet eine Schräge runter vom Kopf. Und mit schrägen Linien zum Hals. Dann das Dreieck für die Halsmuskeln und die Schlüsselbeinknochen. Dann die Brustmuskeln sowie den Brustkorb. Die Taille etwas enger und dann die Hüfte auf der 5. Linie. Das Becken kann man vereinfacht als Bohne darstellen. Meine Hüfte ist etwas schmäler als die Schultern. Man kann das aber auch variieren. Kommt darauf an, wie die Statur der Figur sein soll. Aus dem Hüftgelenk dann die Linie für den Oberschenkel und dem Schienbein. Diese sind gleich lang. Ein Dreieck mit Auflage nach unten ist der Fuß. Dasselbe gilt dann auch für die andere Seite. Mit einer geschwungenen Kurve kann man die Masse für den Oberschenkel zeichnen. Für die Waden machen wir ein schräges Oval. Diese Kontur dann verfolgen und fertig sind die Beine. Die Arme sind auch ganz leicht. Dabei beginne ich mit der Hand kurz unterhalb der Hüfte. Nur ganz einfach andeuten. Ein Oval und ein kleineres für den Daumen. Eine gerade bis zur oberen Querlinie und dann noch eine bis zur Schulter. Wieder mit der gleichen Länge und selbiges auf der rechten Seite. Der Schritt liegt etwas tiefer als die Hüfte. Für die Masse an den Armen zeichne ich von der Schulter zum Ellenbogen. Dann wieder ein schräges Oval für den Unterarm und ausformen. Nun sind bereits alle Körperteile in der richtigen Proportion und sehen stimmig aus. Danach versetze ich die Vorlage etwas für die Seitenansicht. Ich beginne wieder mit einer Mittellinie. Der Kreis ist nun etwas nach hinten und leicht schief gestellt.
Vorne eine gebogene Kontur für das Gesicht. Dann wieder zurück zum Kreis. Der Nacken geht nicht gerade runter, sondern nach hinten zu den Schultern und der Wirbelsäule. Achtet darauf, die Höhen aus der Seitenansicht zu übertragen. Die Achse des Brustmuskels ist ca. 45 Grad aus dem Schnittpunkt. Dann die leicht herausragende Brust mit dem Hals und dann runter zum Brustkorb. Die Hüfte ist ein schräg liegendes Oval. Eine tangentiale Gerade trifft die Brustmuskelachse am Brustkorb. Die Masse für Bauch und Rücken wird dann dazu ausgeformt. Einen Kreis an der Hüfte für das Gelenk und einen weiteren für das Knie. Diese mit einer Geraden verbinden. Dann eine weitere Gerade und der vereinfachte Fuß. Zum Ausformen wieder das Oval oben am Schienbein und für den Oberschenkel eine fließende Bewegung zur Hüfte. Es gibt noch ein paar Punkte, die man kontrollieren sollte. Diese blende ich euch ein. Den Arm sieht man ja nicht in der Vorlage der Seitenansicht, aber ich übertrage die Höhe aus der Vorderansicht und somit ergibt sich die Position aus den beiden gleich langen Geraden für Ober- und Unterarm. Die Hand korrigiere ich etwas. Die Masse dann wieder ausformen. Das hintere Bein sieht man leicht versetzt. Nun vergleiche ich die beiden Ansichten und mache kleine Anpassungen. Die Hand ist etwas weiter oben. Der einfache Mann ist nun fertig. Diese Pose passe ich nun etwas an, damit das Schild und das Schwert glaubwürdig gehalten werden. Es ist wichtig, dass die Proportionen aber erhalten bleiben. Ich beginne bei der Vorderansicht. Der Arm wird abgewinkelt und nach innen gestellt. Das übertrage ich gleich auf die Seitenansicht. Dieser linke Arm trägt ein Schild. Dieses Schild besteht eigentlich aus zwei gebogenen Seiten und hat oberhalb drei Ecken. In der Vorderansicht sieht man, dass es etwas schräg steht, weil der Arm von dem schweren Schild leicht nach unten geneigt ist. Das Schwert wird ebenfalls durch das Gewicht mit der Spitze nach unten gehalten. Die Handhaltung passe ich etwas an. Sie muss nach hinten abgewinkelt sein, um das Gewicht der langen Klinge mit dem Griff auszugleichen. Die Spitze des Schwerts wollte ich in der Vorderansicht größer zeichnen, da sie durch die Perspektive näher liegt und damit etwas aus dem Bild rauskommt. Das Schwert übertrage ich wieder auf die Seitenansicht. Nun ist die Skizze des Ritters fertig und ich kann die Hilfslinien außerhalb radieren. Über diese Skizze werde ich nun eine Rüstung zeichnen. Es gibt dazu unendlich viele Möglichkeiten. Von Vorlagen in Computerspielen, Filmen oder Fotos von Mittelalterfesten. Der Film Troja, Gladiator oder auch Herr der Ringe sind tolle Beispiele und helfen einem beim Verständnis. Hier könnt ihr euch völlig austoben, wie ihr wollt. Es gibt Plattenrüstungen wie bei den Römern, Kettenhemden von den Kreuzrittern oder vielleicht Fantasierüstungen mit Stacheln, Hörnern und Schriftzeichen. Versucht aber für die Glaubwürdigkeit, die Einzelteile mit Funktionen zu gestalten. Zum Beispiel, wenn die Gelenke etwas freigestellt sind, um mehr Beweglichkeit zu erreichen, oder verschiebbare Elemente aus mehreren Teilen. Außerdem müssen die Rüstungsteile auch irgendwie angezogen und abgelegt werden. Denkt also daran, manche Elemente zu teilen und Gurte, Nieten oder Schnüre einzubauen. Mit dem großen Kreuz auf dem Schild war ich dann nicht mehr so glücklich und habe das Kreuz nochmal verkleinert. Das passt besser für die Rundung und ich bekomme mehr Platz für andere Verzierungen. Waffen wie Axt, Hammer oder Schwerter sowie Schilder gibt es auch in verschiedenen Formen und Größen. Deshalb habe ich auch zuvor eine Skizze gemacht, sonst verliert man schnell den Überblick und radiert sehr viel auf der finalen Zeichnung. Meine Wahl und die Details erkläre ich bei der Ausarbeitung. Die Skizze dazu ist nun fertig. Nun schwäche ich meine Skizze ab mit dem Knetgummiradierer. Für das Ausarbeiten gilt eigentlich für die gesamte Figur die gleiche Technik. Man beginnt mit der Grundschattierung, verwischt das Ganze, damit keine Striche zu erkennen sind. Danach werden die Details mit hellen und dunklen Stellen eingearbeitet. Ich beginne wieder mal am Helm mit dem 4B-Bleistift. Dazu schraffiere ich zuerst die Fläche und verwische dann mit dem Wattestäbchen. Augen, Nase und Mund sollten zwar geschützt sein, aber das Gesicht wollte ich darunter noch sehen können. Also ist der Helm nicht ganz geschlossen.
Der Helm wird in der Mitte heller als am Rand. Das gibt mehr Plastizität. Achtet darauf, keine harten Konturen zu zeichnen. Die gibt es nämlich im realistischen Zeichnen nicht. Darunter kommt ein Kragen aus Stoff, der den Hals schützt, aber nicht so sehr einschränkt. Die Falten sind sehr dunkel, die zeichne ich mit dem schwarzen Polychromos nach. Der gibt viel mehr Kontrast. Der Brustharnisch ist geteilt mit einer vorderen und hinteren Schale. Für die höhere Festigkeit gibt es unterhalb einen umgebogenen Rand und 5 eingeschlagene Formen mit Rundungen. Die Achseln sind freigestellt und dann kommen große Schulterpanzer, die bis zum Helm hochgezogen sind, um den Hals zu schützen. Den Zwischenraum zeichne ich dunkler und den Panzer helle ich oberhalb auf, wo das Licht darauf scheint. Darunter am Oberarm sind mehrere Platten, um mehr Beweglichkeit zu erhalten. Wo sie überlappen, zeichne ich dunkle Schatten und sonst helle ich sie mit dem Knetgummiradierer etwas auf. Die kleinen Punkte sind Nieten, um die Platten mit den darüberliegenden zu verbinden. Damit sind sie einzeln beweglich. Der Stoff oder das Kettenhemd hat Falten und ist dunkler. Der Brustharnisch ist oberhalb heller vom Licht, genau wie bei dem Schulterpanzer. Die Formen deute ich nur sanft an und versuche mit Schatten die Räumlichkeit zu zeigen. Das Schild erhält einen Rand, danach geht es zu den Armen. Die Armschiene ist hinten erhöht und geht über den Ellenbogen hinaus, um diesen zu schützen. Sie ist zweigeteilt und hat einen Spalt in der Mitte. Paarweise zeichne ich Löcher zum Befestigen der Platten. Unterhalb vom Brustharnisch ist wieder das Kettenhemd dunkel zu sehen. Darunter zeichne ich einen verzierten Gürtel, der eine Art Schürze trägt. Am Oberschenkel zeichne ich wieder die Platten für den Schuppenpanzer. Das gab es ja bereits passend beim Oberarm. Dort gibt es viele Details und auch einen Gurt mit Schnalle, um die Platten zu befestigen. Über das Knie zeichne ich einen großen Schutzpanzer, wieder mit umgeschlagenem Rand für mehr Festigkeit. Der Unterschenkel bekommt eine gebogene, lange Platte und Riemen an der Seite. Die Stiefel gehen ja vom Knie nach unten und haben unterhalb wieder mehrere verschiebbare Platten am Fuß. Das Schwert wird recht einfach mit Parierstange und Rauten an den Ecken. Die Klinge ist in den Griff eingesteckt und auf beiden Seiten geschliffen. In der Mitte gibt es einen schmalen, geraden Streifen. Ein Teil der Parierstange ist verdeckt hinterhalb des Oberschenkels. Die Finger greifen um den Griff, der nach hinten weiter rausschaut und einen runden Knauf bekommt. Dieser braucht auch eine Reflexion und unterhalb Schatten. Die Klinge zeigt dasselbe. Die obere Seite ist heller und unterhalb dunkel schattiert. Das Schild fülle ich erstmal aus, lasse aber einen hellen Rand und das Kreuz frei. Die Wölbung zeige ich mit einer abgerundeten Linie und dem gebogenen Kreuz. Am hellen Rand sind kleine Eisenhalbkugeln zu sehen. Diese verstärken den Rand und damit kann man sehr gut Schläge abwehren. Unterhalb ist das Schild dunkler und wird nach oben hin mit leichten Kratzern heller. Die habe ich aber nicht weiter ausgearbeitet. Das Kreuz hat einen dunklen Rand, weil es auf das Schild aufgesetzt ist. Eine große Halbkugel in der Mitte bietet ebenfalls eine Verstärkung vor Angriffen. Das verwische ich und helle die Halbkugel auf. Das andere Bein wird gleich ausgearbeitet. Wer bis hierher mitgeschaut hat, schreibt mir bitte einen Kommentar, ob ihm die Rüstung gefällt. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann immer gerne einen Kommentar schreiben. Die Seitenansicht wird wieder etwas abgeschwächt und dann zeichne ich dieselben Details darüber, aber von einer anderen Perspektive. So eine zweite Ansicht gibt die Möglichkeit, viele Details noch besser darzustellen, weil sie nicht wie in der Vorderansicht aus der Ebene rauskommen müssen. An der Seite hat man somit mehr Fläche, um die Details darzustellen.
Das Ändern des Schildes war die richtige Entscheidung. Mir gefällt es jetzt richtig gut. Das Lichtspiel am Schwert ist nun viel besser zu erkennen. Bei den Stiefeln sieht man unten die übereinander liegenden Platten viel genauer als in der Vorderansicht. Die Schnalle an der Seite kann genau ausgearbeitet werden und zeigt die Verbindung mit der Rückseite. Dazu braucht man einen sehr feinen Radierstift und gut gespitzte Bleistifte für die feinen Schatten. Wenn ich fertig bin, schaue ich nach einer kleinen Pause die Zeichnung nochmal genau an. Oft erkennt man kleine Einzelheiten und kann noch viel aus der Zeichnung rausholen. Zum Beispiel zeichne ich einen hellen Rand, um die Formen auf dem Brustharnisch zu betonen. Das habe ich bereits in der Seitenansicht gemacht und es gefällt mir sehr gut. Die Halbkugeln am Rand des Schildes habe ich nochmal nachgezählt und gemerkt, dass ich unterschiedliche Anzahlen hatte in der Seitenansicht und in der Vorderansicht. Da bin ich etwas perfektionistisch und wollte das nochmal abändern. Damit der Ritter auf dem Boden steht, säubere ich die Zeichnung, um meine Handabdrücke zu entfernen. Eine grobe Linie für den Boden und dann ausschraffieren. Danach verwischen mit dem Wattestäbchen und einen Schatten unterhalb des Ritters. Jetzt ist die Zeichnung fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und euch weitergebracht. Abonniert den Kanal für weitere Videos und vielen Dank für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Ciao!